Zurück zum Zeppelin. Das Hindenburg-Unglück. Zwei Überlebende berichten. Von den ersten lenkbaren Luftschiffen bis zu den deutschen Himmelsgiganten. Das Comeback der Zeppeline. Die neuen kommen. Luftschiffe waren die ersten lenkbaren Fluggeräte und sie haben damals wie heute die Menschen fasziniert. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Format NZZ, heute vom Bodensee, wo die ersten deutschen Luftschiffe gestartet sind. Deutschland nahm im Bau von starren Luftschiffen zu Beginn des Jahrhunderts eine führende Stellung ein. Die Katastrophe der Hindenburg in Lakehurst anfangs Mai 1937 kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Zwei ehemalige Besatzungsmitglieder der Hindenburg schildern, wie sie damals das Unglück erlebt haben. Das ist mein Gondel da, Siebensee. Und da läuft einer weg, aber ob ich das bin oder ein anderer. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from bursting into flames. Get it, it's fighting terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's pulling on the mooring fast and all the folks between us. This is terrible. This is the one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around here. I can't even talk to people whose friends are out there. I can't talk, ladies and gentlemen. 66 Überlebende. Das meldeten am nächsten Tag die Zeitungen. Tatsächlich waren es dann 62, darunter auch Eugen Bentele. Der heute 86-jährige ehemalige Maschinist hat mit drei Zeppelinen über 600.000 Kilometer zurückgelegt. Mit den Luftschiffen Graf Zeppelin und Hindenburg war er vor allem unterwegs. 24 Mal war der gelernte Maschinenschlosser mit dem Luftschiff in Rio. Mit dem Graf Zeppelin wurde damals noch in Pernambuco, heute Recife genannt, zwischengelandet. Daran, dass die 200.000 Kubikmeter Wasserstoff in den Traggaszellen der Hindenburg einmal explodieren würden, hat er nicht geglaubt. Auch nicht an jenem 6. Mai beim Anflug in New York, der eigentlich wie immer verlief. Für die Passagiere und für die New Yorker Bevölkerung war das immer ein Erlebnis. Denn wenn wir über New York fuhren, dann wurden alle Fabriksirenen und alle Wolkenkratzer und die Schiffe, da wurden dann die Sirenen gezogen. Und so fuhr man also mal mindestens eine Runde über Manhattan und dann raufs an Flugplatz. Das Unglück auf dem Flugplatz Lakehurst vor fast 60 Jahren hat auch der heute 78-jährige Alfred Grötzinger überlebt. Schon sein Vater war Fahringenieur bei Zeppelin, hier in der Gondel, in der Mitte rechts. Alfred Grötzinger hat auf drei Luftschiffen als Koch gewirkt. Am verhängnisvollen Tag begab er sich aus gewichtigem Grund an eine Luke vorne im Luftschiff. Ich hatte eine Bekannte da drüben, da in Nordamerika, ein junges Mädchen, die mich immer besucht hat, wenn wir gekommen sind. Und dachte ich, na, wenn ich mich an die Luke lege, da kann ich schön runtergucken, vielleicht sehe ich es zufälligerweise. Und naja, da habe ich dann das erlebt, diesen Absturz an dieser Luke. Auch für Alfred Grötzinger verlief der Anflug eigentlich ganz normal. Und es dauerte auch eine Weile, bis er realisiert hatte, was passiert war. Ich meine, ich habe es gehört, dass es irgendwie einen Knall gegeben hat. Zu dieser Zeit war ich hier vorne zwischen Führergondel und Spitze. Eine Erschütterung, die merkte ich. Das ging dann alles so blitzschnell. Ich hing dann im Schiff drin. Dann guckte ich mich mal um, weil gerade sind irgendwelche Gegenstände an mir vorbeigesaust, also die nicht fest waren. Und da habe ich noch gedacht, der Kopf musste schützen und guckte mich so um. Und da sehe ich, dass also über mir die Flammen sind. Nachdem ich das gemerkt habe, das brennt, und da dachte ich, jetzt hänge ich mich außen ans Schiff hin und warte, bis die Führergondel auf den Boden auftrifft und dann lasse ich mich fallen. Sein Plan ging aber nicht auf. Seine Finger lösten sich schon vorher. Und dann fiel ich. Und da habe ich gedacht, jetzt Maria, jetzt ist erst zu Ende, gell? Ich habe gedacht, ich kann mich retten und jetzt habe ich gedacht, das ist unmöglich, das überstehe ich nicht.
Ich weiß aber nicht, wie hoch ich runter bin. Ich weiß nur, dass es mir zu lange gedauert hat. Auch Eugen Bentele in seiner Motorengondel hatte während des Absturzes gewisse Hoffnung. Die erste Angst war, die Gondel fällt weg, weil das Aluminium weich wird. Es hält keine Temperatur aus. Der nächste Gedanke war, da sind aber auch noch diese Stahlverspannungsdrähte, die aus hochlegiertem Stahl waren. Die halten die Temperatur aus. Und jetzt muss man bloß schauen oder man muss eben wünschen, dass das Schiff möglichst schnell runterkommt, damit wir rauskommen. Und weil unsere Motorengondel auch dann schon die Schräglage von 45 Grad ungefähr hatte, musste ich mich oben festhalten. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass ich einen Propeller gesehen habe. Also bin ich nach hinten, wo der Propeller ist, also nach hinten der Gondel, über den Motor weg rausgefallen und dann war ich ein paar Sekunden vielleicht weg. Und wie ich wieder zu mir kam, lief ich dann also instinktmäßig seitlich natürlich weg. Und erst als ich vielleicht wieder 50 oder 80 Meter vom Schiffskörper weg war oder 100 Meter, da brannte es mir dann am Rücken. Erst dann habe ich eigentlich die Hitze gespürt und ich war der Meinung, ich brenne am Rücken und habe mich dann schnell in den Sandboden geworfen. Ich habe aber nicht gebrannt, sondern das war bloß die Strahlung über dem Schiff von der riesigen Flamme, die sich erst in einer gewissen Distanz dann ausgewirkt hat. Auch Alfred Grötzinger ist trotz starker Verstauchungen nach seinem Sturz instinktiv vom Schiff weggerannt. Allerdings war er dabei nicht bei vollem Bewusstsein. Zum Glück fiel ich ja mit dem Rücken in eine Wasserlache rein und bin dadurch wieder, also praktisch wieder da gewesen. Und dann gucke ich mich so um und sehe keine Menschenseele. Ich denke, ja, lieber Gott, die werden doch nicht alle verbrannt sein da drinnen. Und wie ich mich so umdrehe, ich habe das vorher gar nicht mitgekriegt, waren zwei Navy-Soldaten, also von der Marine, waren zwei Soldaten, die haben mich festgehalten. Und es dauerte gar nicht lang, kam ein Ambulanzwagen an. Und da haben die mich genommen, haben mich in den Ambulanzwagen rein, die Tür hinter mir zugemacht. Und da geht es nicht lange, geht die Tür wieder auf, kommt der Kommandant vom Luftschiff, also der Kommandant Max Bruss hat der geheißen, der war damals verantwortlich. Wurde der eingeschoben, den habe ich aber nicht erkannt. Der war total verbrannt, wissen Sie, der Kopf, irgendwie war der schwarz. Keine Haare auf dem Kopf, nichts mehr. 35 Todesopfer hat die Katastrophe gefordert. Kommandant Bruss hat mit 61 anderen das Hindenburg-Desaster überlebt. Fast zwei Drittel der Passagiere und Besatzungsmitglieder konnten dem Inferno entrinnen. Allerdings ist sich Eugen Bentele bewusst, das hätte genauso gut auch anders ausgehen können. Unglücksursache laut Untersuchungsausschuss: Zusammentreffen mehrerer unglücklicher Umstände. Beweise für Sabotage: keine. Eines ist sicher: Während die Traggaszellen der Hindenburg nicht mit Wasserstoff, sondern mit dem damals für die Deutschen nicht verfügbaren Helium gefüllt gewesen, hätte es nicht zu dieser verheerenden Explosion kommen können. Das Unglück von Lakehurst bedeutete de facto das Ende der alten deutschen Luftschifffahrt. Wie kein zweiter hat Graf Ferdinand von Zeppelin deren Geschichte hier in Friedrichshafen geprägt. Zu seinen ersten Versuchen und zu den spektakulärsten Leistungen des deutschen Luftschiffbaus unser nächster Bericht. Die Zeiten, als hier noch Luftschiffe über das Friedrichshafener Seebecken flogen, sind längst vorbei. Heute ist im alten Bahnhof das Zeppelin-Museum untergebracht. Direktor Mike Horner beschäftigt sich seit seiner Jugend mit dem Werk des Grafen Zeppelin. Der Mann wollte
einfach ein Prinzip, nämlich sein Prinzip des Starrluftschiffes mit dem Gerüst, mit dem Gerippe außen, mit den innenliegenden Gaszellen und außen der Hülle, unten die Gondeln, das wollte er funktionsfähig, zuverlässig in die Luft bekommen. Der wollte nicht zunächst ein Waffensystem oder zunächst ein Passagiermittel bauen, sondern er wollte zunächst mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Der erste Versuch im Jahr 1900 dauerte knapp 20 Minuten. Damals hatte man noch eine schwimmende Halle, um das Luftschiff in Gegenwindrichtung einhallen zu können. Des Graven Idee basierte auf einem Zusammenschluss von Ballonen. Daraus entwickelten sich die Traggaszellen im Innern. Darum herum kam ein Gerüst aus Aluminiumverstrebungen, Drahtseilen und Drahtgeflecht. Das 100 Kilogramm schwere Laufgewicht war als Höhensteuerung gedacht, die sich aber nicht bewährte. Nicht nur in Friedrichshafen versuchte man, motorgetrieben in die Luft zu kommen. In Frankreich gelangen erste Versuche schon 1852. Der Brasilianer Santos Dumont umflog 1901 mit seinem Luftschiff den Eiffelturm. In erster Linie wurden Prallluftschiffe gebaut, wie dieser französische Zodiac 3. Oder der britische Willows 2 aus dem Jahre 1910. Halbstarr war dieser italienische M2. Und auch ein Schweizer namens Sute versuchte sich mit einem wurstähnlichen Ballon. Ernsthafter Konkurrent des Grafen war David Schwarz mit seinem starren Aluminiumluftschiff, das 1897 zwar einen Aufstieg schaffte, aber so wie auch viele Zeppeline endete. Graf Ferdinand von Zeppelin zeichnete sich seit seines Lebens aus durch ein extremes Durchhaltevermögen und den unbedingten Glauben an seine Sache. Seine Qualitäten sind vorrangig das, was wir heute Manager-Visionär nennen würden und ein begnadeter Personalführer. Er hat immer zur richtigen Zeit die richtigen Leute an der richtigen Stelle gehabt. Chefkonstrukteur aller Zeppelin-Luftschiffe war Ludwig Dürr. Engster Vertrauter und nicht minder populärer Nachfolger des Grafen war Hugo Eckener. Der war wahrscheinlich der beste PR-Manager, den der Luftschiffbau je hatte. Und er hat sehr wohl verstanden, dass die Wirkung des Luftschiffs und des Luftschiffbaus nach außen durch Fahrten, möglichst publikumsträchtig inszenierte Fahrten, passiert. Der LZ-5 blieb 1909 nach 38-stündiger Fahrt liegen, nachdem er einen Baum gestreift hatte. Nach provisorischer Reparatur konnte er aber nach Hause fliegen. Trotzdem endete er 2 Jahre später kläglich an diesem Hang bei Weilburg an der Lahn. Gebaut werden konnte der LZ-5 nur dank der berühmten Nationalspende von 1908. Nachdem sein Vorgänger, der LZ-4, bei Echterdingen 2 Stunden nach der Landung verbrannt war, sah sich Graf Zeppelin finanziell am Boden. Mit der Nationalspende kamen aber über 6 Millionen Reichsmark zusammen und das Fortbestehen der Zeppelin-Luftschiffe war vorläufig gesichert. Angetrieben von 3 Maybach-Motoren mit je 170 PS erreichte man schon 1911 erstaunliche Reisegeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern. Der Passagierverkehr wurde vorangetrieben. Möglichst bald, so hoffte man, der Konkurrenz, den Ozeandampfern, begegnen zu können. Allerdings hatten die Zeppeline jener Zeit erst eine Reichweite von 1600 Kilometern. An Ozeanüberquerungen war also noch nicht zu denken. So fuhr man vor allem in Deutschland, wo 1912 bereits über 20 Luftschiffhäfen entstanden waren. Die LZ-13, die Hansa, machte 399 erfolgreiche Fahrten, ohne Schaden. Und dies trotz des in der Nähe des explosiven Wasserstoffs rauchenden Kommandanten. Eine PR-Fahrt nach Wien, so würde man heute sagen, unternahm der Graf persönlich im Juni 1913. Wie überall, wo er auftauchte, wurde er auch hier von höchster Prominenz begrüßt. Erzherzog Eugen kam in Begleitung auf das Flugfeld Aspern. Graf Zeppelin war nicht der Einzige, der zu jener Zeit in Deutschland starre Luftschiffe baute. SL steht für Schütte-Lanz. Technisch den Zeppelinen überlegen, war das Gerüst bei Schütte-Lanz aus spezial verleimtem Sperrholz. Insgesamt 20 dieser Luftschiffe wurden gebaut. Die meisten von ihnen kamen im Ersten Weltkrieg zum Einsatz.
Bei der Marine und auch beim Heer versprach man sich anfänglich sehr viel von den Luftschiffen. Sie hatten eine wesentlich größere Reichweite als Flugzeuge zu jener Zeit. 116 Luftgiganten kamen insgesamt zum Einsatz, vor allem über England. Allerdings waren die Luftriesen auch leicht zu verletzende Zielscheiben für angreifende Flugzeuge. Während des Kriegs erfunden wurde auch der sogenannte Spähkorb. Nachgestellte Szenen eines amerikanischen Films demonstrieren seine Funktionsweise. Das Luftschiff konnte sich über einer sicheren Wolkendecke verstecken und dank Spähkorb hatte man trotzdem Sichtkontakt mit dem Boden. Klare Sicht. Insgesamt hat der Kriegseinsatz der Luftschiffe aber nicht gebracht, was man sich ursprünglich versprochen hatte. Dies hatte auch der Graf schon früh erkannt. Graf Zeppelin hat schon 1915 klar gesagt, als Waffensystem funktioniert es eigentlich nicht. Es ist eigentlich eher gedacht für Langstrecken-Passagierfahrten, vor allen Dingen nach Amerika, dachte er 1915, mitten im Ersten Weltkrieg. Der erste nach dem Krieg gebaute Zeppelin ging auch wirklich nach Amerika, 1924. Allerdings nur mit Besatzung und ohne Passagiere an Bord. Der LZ-126 ging als Reparationsschiff an die US Navy. Hugo Eckener übernahm selber das Kommando. War dies doch die erste Atlantiküberquerung eines Zeppelins. Nach 85 Stunden Fahrt hatte man New York und somit den nahegelegenen neuen Heimathafen in Lakehurst erreicht. Über 50.000 Menschen sollen damals dort gewartet haben. Die US Navy verfügte so über zwei starre Luftschiffe, die Shenandoah und den LZ-126, der Los Angeles getauft wurde. Die Traggaszellen der Los Angeles waren jetzt unter amerikanischer Flagge mit Helium gefüllt. Die verschiedensten Versuche wurden durchgeführt. Drei Wochen lang wurde zum Beispiel vom Ankermast der Patoka aus operiert. Aber auch die Kombination des Einsatzes von Flugzeug und Luftschiff wurde getestet. Neu entwickelte Traggestelle zum Ein- und Ausklinken wurden erprobt. Eine kalte Dusche für die Haltemannschaft gab es, durch Ablassen von Wasserballast, bei der Landung auf der Saratoga. Zu Hause in Friedrichshafen wurde eifrig gebaut, am LZ-127, dem Luftschiff Graf Zeppelin. Gerippe, Duraluminium, Länge 236 Meter, größter Durchmesser 30,5 Meter. Motorengondeln 5, Motoren Maybach VL2 mit je 530 PS, Außenhülle aus solidem Baumwollstoff. Längst waren die Zeppeline von Schönwetter zu widerstandsfähigen Allwetterschiffen geworden. Um eine Überhitzung der Gaszellen im Innern der Hülle durch Wärmestrahlen von außen zu verhindern, wurde dem vierfachen Anstrich reichlich Aluminiumpulver beigemischt. Die Traggaszellen waren aus extrem dichter Rindermagenhaut. . 1930 unternahm der Graf Zeppelin die erste seiner insgesamt 63 Südamerika-Fahrten. Der Traum vom transatlantischen Passagierverkehr war Wirklichkeit geworden.
Nach Nordamerika verkehrte vor allem die Hindenburg. Ein Geschäft waren diese Fahrten allerdings nicht. Es ist definitiv nie eine Rendite herausgekommen. Es ist niemals eine schwarze Null geschrieben worden. Aber man muss auch klar sehen, die Luftschifffahrt, der Luftschiffpassagierverkehr ist nie in die Dimensionen vorgedrungen, die man damals sich vorgestellt hatte. Man hatte ja Überlegungen wirklich für ein weltweites Liniennetz. Und wenn man dann mehrere Luftschiffe in Betrieb gehabt hätte, mehr als die maximal zwei, die da waren, dann wäre das sicherlich auch eine andere Sache gewesen. Die Hindenburg verfügte über 4 Daimler Dieselmotoren mit je 1050 PS. Die Reisegeschwindigkeit lag bei 130 Stundenkilometern. Die Passagierräume waren luxuriös ausgestattet. Breite Fensterfronten und große Salons erhöhten das Fahrvergnügen im silbrigen Riesen. Die Kabinenbetten waren aus extrem leichtem Aluminium, wie man sich heute selber im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen überzeugen kann. Auch der Rauchsalon, ein Novum in der Hindenburg, in allen früheren Luftschiffen war das Rauchen verboten, wurde originalgetreu nach alten Plänen im Maßstab 1:1 nachgebildet. Der Name Hindenburg steht auch für das Ende der von Rückschlägen nicht verschonten, aber auch glorreichen Geschichte der deutschen Luftschifffahrt. Es kam die Katastrophe von Lakehurst. Und es kamen die Nazis mit einem ganz anderen Gedankengut als jenem der Friedrichshafener Zeppelinbauer. Die Nazis haben dieses System verbunden mit kaiserlichen Gedankengut, alten deutschen nationalen Gedankengut. Und das passte alles nicht zusammen mit der nationalsozialistischen Ideologie. Und ich sage einfach, man hat diese Geräte so lange genutzt, wie sie als Propagandaträger funktioniert haben, sei es bei Wahlfahrten, wo man Zettel abgeworfen hat, sei es anlässlich der Olympiade 1936, wo man einfach mit diesem großen Luftschiff Flagge gezeigt hat, das war bis Lakehurst. Und dann hat man sie in einer Art Salamitaktik nach und nach demontiert und schließlich verschrottet und die Hallen gesprengt. Wir sind nun im neuen Zeppelin-Museum von Friedrichshafen. Die Entwicklungen im Flugzeugbau haben die Leistungen der Luftschiffe für Passagier- und Frachttransport relativiert. Trotzdem werden heute weltweit wieder neue Einsatzmöglichkeiten für Luftschiffe gesehen. Vor allem für Forschungsaufgaben, aber auch im Tourismus. Außerhalb der Stadt Freiburg im Breisgau. Das Solarluftschiff Lotte, entwickelt vom Institut für Statik und Dynamik der Universität Stuttgart, wird für einen Einsatz vorbereitet. Schadstoffmessungen sollen hier mit Lotte durchgeführt werden. Der Heckpropeller ist wie das meiste an Lotte eine Neuentwicklung. Die Bauweise lehnt sich in vielem an nicht starre Blims an, deren Hülle durch einen geringen Überdruck straff gehalten wird. Dazu braucht es Druckausgleichskörper, die hier bei Lotte vom Bauch aus gesteuert werden. Auf die Vorteile der starren Konstruktionsweise will man aber trotzdem nicht verzichten. Unser Luftschiff ist eine Mischbauweise, die es bisher in dieser Form eigentlich nicht gegeben hat. Es ist extrem leicht und besteht einerseits aus einer blimpartigen Struktur, hat also auch diese Ballonets, diese Druckausgleichskörper, aber gleichzeitig eine starre Nase und ein starres Heck. Und Nase und Heck sind durch eine starre Struktur aus Kohlefaserstäben unter dem Bauch des Luftschiffs miteinander verbunden. Auf diese Weise erhält man eine sehr gute Manövrierbarkeit, weil man eigentlich die Eigenschaften des starren Luftschiffs mit den Eigenschaften des Blimps, also dieser extremen Leichtigkeit, verbindet. Lotte wiegt nur 98 Kilogramm. Das Schwerste dabei sind die Batterien mit rund 30 Kilogramm. Nee, in den seitlichen. Ihre spezifischen Flugeigenschaften sollen in Zukunft nicht nur den Meteorologen und Ökologen zur besseren Erkenntnis dienen, auch andere Wissenschaftszweige zeigen sehr großes Interesse. Man möchte aus der Luft Geländevermessungen und auch Gebäudevermessungen vornehmen. Und wahrscheinlich kann man das in einer Präzision, die bis unter den Zentimeter, vielleicht in den Millimeterbereich hineingeht, weil wir eben sehr langsam fliegen können und sehr gut stehen bleiben können. Und auf diese Weise könnte man die gesamte Kartografie wahrscheinlich wesentlich vereinfachen.
Lotte kann bis zu Windstärke 3 problemlos fliegen. Die eigentliche Grundenergie dazu, den Auftrieb, bekommt Lotte nicht etwa vom solargetriebenen Motor, sondern vom Helium im Inneren der Luftschiffhülle. Die Solarenergie nehmen wir jetzt nur, um das Schiff anzutreiben. Und da fahren wir mit etwa 1000 Watt Leistung, 45 Stundenkilometer schnell und steigen 10 Meter pro Sekunde etwa, was ganz erheblich über die Schätzungen, die wir einmal gemacht haben, hinausgeht. Lotte ist vor allem auch sicher. Man kann stehen bleiben, man kann sehr langsam fliegen, man kann auch sehr niedrig fliegen und über bewohnten Gebieten fliegen, weil ein Versagen oder ein Absturz nicht gefährlich ist. Das Luftschiff treibt dann einfach ab, es fällt nicht einfach vom Himmel. Ein Blick in die Zukunft aus Stuttgarter Sicht. Ich denke, dass wir in der Zukunft wahrscheinlich Luftschiffe haben werden, die einen wesentlichen Teil der Transportaufgaben übernehmen können, wenn einmal unser Straßenverkehr in sich selbst erstickt. Wir arbeiten hier am Institut mit in einer Studiengruppe, die zum Beispiel darüber nachdenkt, Luftschiffe für Schwerlasttransporte zu bauen. Die tragen dann Schwerlasten bis zu 200 Tonnen, sind sehr große Luftschiffe. Und wir rechnen aus, dass selbst bei diesen Luftschiffen es Sinn machen würde, für sehr, sehr weite Strecken, das geht dann so um 8.000 bis 10.000 Kilometer Transporte, diese Schiffe mit Solartechnik anzutreiben. Vor allem den Tourismus im Auge hat man bei der Luftschiffbau Zeppelin GmbH. Bis zu 80 Passagiere sollen hier schon in Bälde zu Rundflügen geladen werden. Die Versuchsflüge mit diesem Modell sind bereits abgeschlossen. Der neue Zeppelin wird auch mit geringem Bodenpersonal starten und landen können. Dank 3 Propellern, die alle schwenkbar sind. Wie Lotte hat auch der neue Zeppelin eine halbstarre Konstruktionsweise, allerdings sind die starren Elemente wesentlich ausgeprägter. Der erste Prototyp, der LZN07, ist bereits im Bau. Er soll im nächsten Sommer vorerst mit 12 Passagieren starten. Etwa so groß wie ein Jumbojet wird der LZN07 werden. Und er hat viele technische Neuerungen. Die Neuartigkeit beim Friedrichshafener Luftschiff, die liegt eigentlich im Inneren, im Zusammenwirken zwischen dem Traggerüst und der Hülle. Der Graf Zeppelin, der hat damals das Traggerüst so gebaut, dass das Traggerüst alle Kräfte übernehmen konnte. Dadurch ist es natürlich sehr schwer geworden und die Schiffe mussten sehr groß werden. Heutzutage versucht man mehr und mehr einen Teil der Kraftübertragung auch durch die Hülle wahrnehmen zu lassen. Und die dreieckige Tragstruktur, die die Friedrichshafener gewählt haben, wirkt eben sehr optimal mit der Hülle zusammen. Und die Friedrichshafener haben ja auch eine Art Druckausgleichsbehälter, keine direkten Ballonets, aber müssen die Hülle eben, weil sie einen Teil der Last übernimmt, auch immer straff halten und dadurch für entsprechenden Druckausgleich sorgen. Und das sind also Dinge, die es bisher in dieser Form im Luftschiffbau nicht gegeben hat.